In Marienberg wurden große Teile der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum auf das nächste Jahr verschoben. Und wie sieht es mit den anderen großen Events und Jubiläen in unserer Region aus? Das beleuchten wir gleich. Und am Ende der Sendung blicken wir auch auf die spannende Grenzwetterlage am Wochenende. Und damit heiße ich Sie recht herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Information am Tor zum Wochenende im Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist die Freitagsausgabe von Megional am 5. Februar 2021. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir wieder mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wie wir diese Woche erfahren mussten, wurden weite Teile der Feierlichkeiten zum 500-jährigen Marienberger Stadtjubiläum auf das nächste Jahr verschoben. Doch in unserer Region gibt es nicht nur das Stadtfest in diesem Jahr, sondern auch andere große Events. Und wie schaut es bei diesen aus? Unsere Kollegen vom Kabeljournal informieren. Die traditionellen Großveranstaltungen in Annaberg-Buchholz werden für 2021 normal geplant. Darauf haben sich Stadtverwaltung und Stadtrat der Kreisstadt verständigt, sagte Oberbürgermeister Rolf Schmidt in einer digitalen Pressekonferenz. Das größte Volksfest im Erzgebirge, die Annaberger Keth, soll wie üblich stattfinden. Voraussetzung sei, wie überall, dass es das Infektionsgeschehen zulasse. Einer Nachholung des 500. Keth-Jubiläums erteilte Schmidt aber eine Absage. Was 2020 geplant wurde, könne nicht eins zu eins auf dieses Jahr übertragen werden. Das sei auch im Haushalt aktuell nicht abbildbar. Als weitere große Veranstaltungen wurden die dritte Auflage des Märchenfilmfestivals Fabulix, der 400. Geburtstag des Frohnauer Hammers und der Weihnachtsmarkt genannt. Zudem soll es in den Kultureinrichtungen wieder Angebote geben. Nicht wegzudenken aus dem kulturellen Geschehen in unserer Region ist auch das Musikchor der Stadt Olbernhau. Der Klangkörper blickt auf eine lange Geschichte zurück, die auch feierlich gewürdigt werden sollte. Fabian Kröer, bitte. Die 70-Jahr-Feier des Musikchors Olbernhau wurde endgültig abgesagt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen hat der Orchestervorstand in seiner digitalen Vorstandssitzung am 3. Februar 2021 beschlossen, die für April geplante Nachfeier des 70-jährigen Orchesterjubiläums endgültig abzusagen. Die nächste Jubelfeier wird es damit erst am 1. Mai 2025 geben. Außerdem hat der Vorstand beschlossen, nicht an den Bundeswertungsspielen des Deutschen Feuerwehrverbandes teilzunehmen, da Proben und Auftritte momentan nicht möglich sind. Trotzdem wird darauf gehofft, dass das Stadtparkkonzert am 29. August wie im vergangenen Jahr stattfinden wird. Das Landratsamt Erzgebirgskreis hat eine neue tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung über die Anordnung der Aufstallung von Geflügel, ausgenommen Laufvögel, erlassen. Diese dient zum Schutz vor der Geflügelpest und ist ab 3. Februar 2021 gültig. Den Haltern von Geflügel, wie zum Beispiel Hühner, Truthühner, Perlhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse, wird in ausgewiesenen Risikogebieten die Aufstallung der benannten Tiere angeordnet. Unser Sendegebiet gehört aktuell noch nicht zum Risikogebiet, das kann sich aber sehr schnell ändern. Und sehr schnell ändert sich mitunter auch das Wetter. Wie da der aktuelle Stand und das Wochenendwetter aussehen, das erfahren wir gleich. Doch zuvor blicken wir noch in die Polizeiakten. Zschopau. Vorgetäuschter Brand führte zu mehreren Anzeigen. Am Mittwoch, dem 3. Februar, gegen 11.55 Uhr, kamen Feuerwehr und Polizei in der Nähe des Neumarktes zum Einsatz, nachdem eine Brandsituation über den Notruf geschildert wurde. Ein 46-Jähriger hatte der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung in seiner Wohnung geschildert. Sofort wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Mit dem Eintreffen am Einsatzort konnten keinerlei Auffälligkeiten festgestellt werden. Beim Betreten der Wohnung reagierte der Mitteiler äußerst unkooperativ. Die Absuche seiner Räumlichkeiten führte zu keinerlei Anzeichen eines Brandes oder einer Rauchentwicklung. Auch der Einsatz der Wärmebildkamera durch die Feuerwehrleute zeigte keine Auffälligkeiten.
Da der 46-Jährige mit diesem Ergebnis offenbar nicht zufrieden war, beleidigte er die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Beamten vom Polizeirevier Marienberg. Als Ergebnis des Einsatzes stehen mehrere Beleidigungsanzeigen und eine weitere wegen Notrufmissbrauch auf dem Papier. Zudem muss der Mitteiler aufgrund des Vortäuschens einer Notsituation damit rechnen, die Kosten für den Feuerwehr- und Polizeieinsatz zu zahlen. Alle Meteorologen finden das Wetter in diesen Tagen ziemlich spannend. Es stecken gewaltige Kräfte in den Hochs und den Tiefs. Und quer über Deutschland liegt wieder die Grenze zwischen der kalten Luft aus Nordosten und der milden Luft aus Südwesten. Inwieweit unser Sendegebiet genau davon getroffen wird, lässt sich erst wenige Stunden vorhersagen. Da sind sich die verschiedenen Modelle einfach noch nicht einig. Doch schauen wir uns den aktuellen Stand mal an. Heute Abend und in der Nacht ist das Wetter erstmal noch harmlos. Der Himmel ist bedeckt, kein Sternenhimmel ist zu sehen. Der ein oder andere Regentropfen kann auch nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen rutschen dafür noch nicht so tief in den Keller. In Olbernhau am Bahnhof lesen wir Werte um die 1 bis 2 Grad über Null an den Thermometern ab. In Marienberg am Bergmagazin übernachten die Thermometer um den Gefrierpunkt. Und in Zschopau am Rathaus, da werden Werte um die 1 bis 2 Grad plus erreicht. Der Wind weht schwach mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 8 Kilometern pro Stunde aus Südosten. Schauen wir nun auf den Samstag. Und hier wartet uns den ganzen Tag ein bedeckter Himmel. Die Sonne hat keine Chance, ihre Strahlen direkt ins Sendegebiet zu schicken. Und ab den Mittagsstunden muss auch mit dem ein oder anderen leichten Schneefall gerechnet werden. Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen. In Halbach an den Fischteichen, da pegeln sich die Thermometer um den Gefrierpunkt ein, zwischen einem Grad plus und einem Grad minus. In Großrückerswalde an der evangelischen Oberschule liegen wir gleich auf um den Gefrierpunkt. Und die Griesbacher, die lesen ähnliche Werte an ihren Thermometern ab, zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Fehlt noch der Wind, dieser frischt im Laufe des Samstags auf, weht aus Osten und erreicht Geschwindigkeiten zwischen 15 und 25 Kilometern pro Stunde, auf den Bergen in Böen sogar bis über 50 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zum Sonntag legen die Böen dann bei den Geschwindigkeiten sogar noch eins drauf. Dann blicken wir in den weiteren Aussichten, wie sich diese Woche beim Wetter verabschiedet und die neue Woche beginnt. Am Sonntag ist der Himmel den ganzen Tag bedeckt. Und je nach Höhenlage und Temperaturen in den unterschiedlichen Luftschichten fallen die Niederschläge in Form von Regen, gefrierendem Regen, Schneeregen oder sogar Schneefall. Es kann also alles dabei sein, auch in unterschiedlicher Intensität. Genauer lässt sich das aktuell noch nicht vorhersagen. Die Temperaturen, die liegen am Sonntag zwischen minus 4 und plus 2 Grad. Der Wind, der weht aus Südosten und Osten, anfangs noch stark mit heftigen Böen, lässt aber im Laufe des Tages dann deutlich nach. Und die neue Woche? Ja, die startet mit einem bedeckten Himmel und leichten Schneefall. Die Temperaturen rutschen ein ganzes Stück tiefer, sodass es sich lohnt, die dickere Winterkleidung mal wieder aus dem Schrank zu holen. Die Höchstwerte bleiben weit unter Null, genauer zwischen minus 11 und minus 7 Grad. Und diese Werte haben wir dem Nordwind zu verdanken, denn dieser weht leicht zwischen 3 und 7 Kilometern pro Stunde. Ob wir dann in der nächsten Woche in eine hochwinterliche Phase eintreten mit kalten Temperaturen aus Norden und Osten, das beleuchten wir dann am Montag hier im Regionalwetter. Ja, liebe Zuschauer, so schnell geht's. Wir haben schon wieder das Ende von Megional für den Freitag und diese Woche erreicht. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Mediathek auf der Homepage. Unter den Internetadressen www.mef-line.de oder www.glückauf.tv finden Sie sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen.
Apropos Sendungen, ab morgen startet auch wieder eine neue Ausgabe unseres Wochenrückblickes zu den bekannten Sendezeiten. Und am Sonntag sehen Sie um 10 Uhr und 18.30 Uhr einen Gottesdienst aus der Wehrkirche Großrückerswalde. Es predigt für Sie Tabea Schönfelder. Ich verabschiede mich für heute hier aus dem Regionalstudio, wünsche Ihnen einen schönen Abend, später dann eine gute Nacht sowie ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.